Und dort herzlich willkommen zurück zu Serious Sam. In der Tat. Zwei. Indeed. Wir sind immer noch hier im Eis, wo ich immer an 13 denken muss. Ach ja, da und war wir ja was. Erfrieren, übrigens. Jo, soll passieren, habe ich gehört. Was eher so unattraktiv ist. Ja, passt schon. Irgendwo gibt es hier bestimmt einen Heizungsraum, oder? Nein? Wir haben wieder lange nicht gespielt, das heißt, ich weiß wieder überhaupt nicht, was ich hier tun sollte. Ich glaube, wir machen es schon richtig. Ja, außer dass wir gleich erfrieren schon. Ja, mei. Gäh. Kannst du dich bitte verpissen? Ich glaube, das zieht es nicht ein. Die Story ist locked. Okay. Au. Ah ja, gut. Jetzt bin ich eh tot, jetzt bin ich respawned, jetzt kann ich wieder anfangen zu erfrieren. Alles easy. Oder wird man hier beim Feuer aufgeheizt? Ah, beim Feuer hier wird man aufgeheizt. Ja, okay, also ich habe das Feuer noch nicht gesehen, sonst hätte ich mir das vielleicht auch erschließen können. Du bist am Feuer vorbeigelaufen, genau wie ich. Hm, perfekt. Also ich habe es auch erst übersehen, von daher. Wir haben also beide keine Augen. True. Au! Au, Alter, was ist denn mit meinem Handy los? Ich hab Anrufe? Junge, warum bist du so ein Giant Spider-Fucker? Das ist eine Frage, die ich auch gerne beantwortet hätte. Der ist ein Rocket Launcher. Oh. Ja, gut, dass wir den nicht hatten, als wir gegen eine riesige Spinne gekämpft haben, ne? Jo. Aber wir hatten ja Kanone dafür. Ja, ich hatte keine Munition für die Kanone. Ja, ich hatte noch 3 Schuss, die ich voll reingeballert habe. Die haben gezogen. Ich habe 2, glaube ich, noch in die reingeboostet, aber dann war es halt auch Ende. Ja, hat gezogen. Also von daher alles easy. Die Munition sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Oder schießt das mal alle Kisten, ey? Ja klar, ich wollte ja Munition haben. RIP-Kisten. Bullets full. Ja, das ist schon mal schön. Ja, leider nicht, aber fast. Da vorne ist noch was, seit es sich geht. Twitch steht hier. Oh. Hm. Ach so. Was ist das? Da ist ein Scharfschützengewehr drin. Cool. Ich bin einfach noch hintergegangen. Hast du drauf geschossen? Ja. Eine Rakete. Ach, okay. Hat gezogen. Oh mei. Besser als nichts, ne? Gell. Okay. Da ist ein Terminal. Kann man das bedienen? Nein. Schade. Ich höre Leute. Sind ein paar. Ne, inzwischen sind sie nicht mehr da. Stimmt. Sind ein paar gewesen. Hey! Ey, wo kommt der her? So, ist auch unser Abwehr. Der ist von mir auch gefragt. Aua. Du machst das schon. Ich glaube, ich hab dich gerade angeschossen durch eine Kiste. Ah, durch eine Kiste. Oder an der Kiste vorbei. Hm. Bullets full. Oder sind noch, Granats full. Ah, schön. Da freut man sich. Keine Ahnung. Boah, Junge. Wer zuckt da, aber vermuten, weiß auch nicht. Irgendwann eine Soundqualität passt. Da liegen auf jeden Fall noch Treasures wieder. Ja. Die lagen da vorher nicht, weil hier war die Heizung. Jetzt vielleicht zu Hangar 3. 10. Dort ist locked. Da ist Treasure. Ja. Ups. Fast wäre ich gestorben. Nice. Bin so gut wie tot. Oh hey. Ja. Oh hey. An welche Spielerin hat mich das? 13? Nee. Also wow hey. Das ist ja nämlich ein Spiel. Hm. Wer sagen? Oh hey, das ist noch Leben. War es Black and White? The fuck? Ich meine. Das lange. Das sollte man auf jeden Fall mal let's playen. Ich glaube, es hat Multiplayer-Mod inzwischen. Ich wollte das immer let's playen. Das Problem bei Black and White war, dass es nicht auf meinem Rechner lief, auf dem alten. Oh. Hä? Ja. Oh, oh da ging es weiter. Gut. Also es lief nicht da oben im Center. Also Black and White 2 läuft bei mir auf jeden Fall schon. Darf ich Center umbringen? Scheinbar schon. Au. Scheinbar ist eigentlich gefordert, dass man Center umbringt. Also zumindestens, damit man das Secret Hour findet. Be dead. They be dead soon as well. Au.
Rezivo. Endlich wieder Gegner-Spam. Ja. Haben wir viel zu lange drauf warten müssen. Hat man so schon hart vermisst? Nächt. Nächt. Problem. Ups, 5. Aua. Habe ich eventuell in die Luft gesprengt. Du rennst aber auch echt oft vor mir rum. Ah, ja gut. Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hinzielst, ne? Au. Au. Okay, da habe ich dich nicht erschossen, möchte ich mal kurz anmerken. Da standst du entspannt einen Kilometer weg von der Bullet, die ich geschossen habe. Also bei mir ging die durch mich durch und zwar richtig hardcore. Aber mir war eher so 2 Meter daneben. Ja gut, das kann natürlich dann auch Server-Desync sein. Good old Server-Desync. Ja. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Wie lange hast du Zeit? Musst du noch mit Freddy aufnehmen? Nee. Ich hab Zeit. Dann könnte man nachher nochmal ein anderes Projekt schon mal sich anschauen. Ja, da bin ich auch der Meinung, dass das durchaus möglich wäre. Habe ich in einem Jahr schon dran gedacht, muss ich zugeben. War bei dir noch da hinten irgendwas? Treasure und Muni ist hier. Okay, aber hier geht's weiter. Ist da warm? Ja, hier ist warm. Oh nein, ich friere gleich. Rip. Beziehungsweise dann ja nicht mehr. Sorry, wollte die Kiste abschießen, nicht dich. Klassiker. Ja, passiert mir ab und an, so ein paar Mal im Jahr, dass ich einen Freund umbringe, weil ich ungewollt auf... Da ist... Ups, beide schießen simultan, was ist das? Fuck! Lass sie bitte nicht umbringen, ich habe extrem Respekt vor denen. Lass uns einfach gehen. Ja. Ja, Gott. Nee, wir gehen einfach weg. See ya! Wir werden uns nicht in deren Angelegenheiten einmischen. Was ist hier? Hier ehrenvolle Mitbürger. Oh! Oh! Triple Kill. Bin mir nicht ganz sicher, die waren bestimmt eine Anspielung auf irgendwas, aber ich kenn's wieder nicht. Wahrscheinlich. Ich würde es auch nicht kennen. Immer. Aua. Aua. Ich läge mich wieder durch die Gegend, by the way. Ah ja, geil. Also ich rutsche wieder nur noch und kann mich kaum steuern. Ja, geil. Na, besser rutschen als lutschen, ne? Das Spiel dieser... Oh, kannst du so nicht sagen, ne? Jedem das seine. Hast du auch wieder recht eigentlich, ja. Kann ich bitte nicht nur durch die Gegend rutschen? Ich erfriere gleich übrigens. Ja, ich werde gleich erschossen. Wahrscheinlich wieder mal. Plötzlich sind hinter uns wieder Gegner? Überall halt, ne? Sei fix! Wie fickt dein Mama, was soll denn das? Die Hasen bewegen sich übrigens nicht, was sie nur noch creepier macht. Ja, ich ignoriere einfach, dass sie da waren. Wenn die irgendwo anders wieder auftauchen, dann kriege ich Schock des Todes wahrscheinlich. Zum Teufel bist du eigentlich? Tot. Jetzt wieder am Leben. Bin weitergegangen schon mal. Über diese Metal Bridge, wo sie gemeint hat, ja, da müssen wir drüber, Nickel. Achso, da habe ich noch ein Secret geholt. Ah. Wir folgen Kirschi mal. Ja, okay, das ist auf jeden Fall... sind auf jeden Fall viele Gegner, also werde ich wohl auf dem richtigen Weg sein. Nehme ich an! Bist du auf dem richtigen Weg? Ja, dann ist ja alles gut. Ich glaube, ich habe damals nicht verstanden, dass man an den Feuertonnen auch warm ist. Deshalb bin ich hier dauernd erfroren. Weil das Level habe ich sogar noch im Kopf. Oh Gott, ey. Sieht aus wie eine Ladezone, eine potenzielle. Oh, der Door ist locked. Nee, anscheinend nicht. Scheinbar nicht. Ich bin auch gleich irgendwann da. Natürlich kann ich nicht gewickelt gewesen, nur was? Ich habe gerade versucht abzukürzen und der Computer sagt nein. Abgelehnt. Du kennst Computer sagt nein, oder? Natürlich, ich kenne Little Britain. Gut. Ich kann sagen. Little Britain gibt's nicht mehr auf Amazon? RIP. Haben sie rausgenommen. Wie bist du da oben in den Baum gekommen? Bin gefallen. Cause racist. Was? Ja. Ich schwöre, ich hasse diese extrem laute, aber extreme Minderheit von Linksextremen, die glauben, sich für irgendwas einsetzen zu müssen, ey. Legit.
Ich glaube, das Problem ist nicht mal die linksextreme Minderheit, sondern einfach diese übertriebene Political Correctness, die von allen Seiten kommt. Die habe ich. Ja, nein, die kommt nicht von allen Seiten. Das Problem ist nur, die große Mehrheit ergibt sich stillschweigend und ignoriert die Linksextreme einfach nur. Die einzigen, die extreme Political Correctness wollen, sind diese Linksextremen. Und die schaden im Endeffekt damit eigentlich mehr, als dass sie helfen. Ich als Behinderter, psychisch Kranker, kann da schon mitreden, weil ich als Behinderter wurde als ableistisch bezeichnet von solchen Linksextremen. Und ich kenne auch eine Asiatin, also nee, nicht gebürtig in Deutschland, sogar eine Asialand, Japan geboren. Asialand. und die hat noch nie von irgendwem rassistische Kommentare mitgekriegt, außer von Linksextremen auf Twitter. Diese Linksextremen, diese überpolitical korrekten Linksextremen, die vermeintlich überpolitical korrekten Linksextremen, sind die einzigen, die massiv rassistisch gegen sie vorgegangen sind bisher. Okay, ich glaube, das ist aber ein Twitter-Phänomen. Weil das wenn du dich sein. Mal in der realen Welt umguckst... In der realen Welt hat man mit der großen Mehrheit Kontakt. Diese... Oh Gott, ich komme hier nie wieder raus. Dann siehst du diese übertriebene Political Correctness hauptsächlich von irgendwelchen CDU, CSU-Leuten leider. Also was heißt leider? Mag sein, aber halt nicht von normalen Menschen zum Glück. Die stille Mehrheit ist nicht auf die Art... geht nicht auf die Art vor. Und die hält einfach nur die Fresse. Normale Menschen sind zum Glück normale Menschen. Ja, aber es gibt leider sehr wenig normale Menschen. Nee. Das ist die Mehrheit, das ist nur die stille Mehrheit, deswegen kriegt man die nicht mit in den Medien. Aber wenn man irgendwie im Kundenverkehr oder so unterwegs ist, dann merkt man das eigentlich doch recht schnell. Also ich habe ja relativ viel mit Menschen zu tun, sage ich jetzt einfach mal in meinem Berufsbild. Ja. Und ich kriege leider sehr viel entweder überkorrekte oder rechte, würde ich es nicht sagen, einfach sehr asoziale Menschen mit. Asoziale, das sind die, du meinst also Jugendliche? Nein. Also tut mir leid, asozial hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Ich kenne genug, ich kann als Alter schlecht schätzen, ich sag mal 60 plus, die sich sehr asozial verhalten. Ja gut, Rippen Niedersachsen. Gerade gegenüber Jüngeren. Und das ist kein Niedersachsen-Phänomen. Also auf jeden Fall kein Bayern-Phänomen. In Bayern sind alle Assi, also... hauptsächlich sind es bei uns wirklich die Jugendlichen. Warm. Wobei ich aber auch sagen muss, im privaten Raum sind dafür die älteren Leute schlimmer. Ja, im privaten Raum kriegst du die Älteren halt mit. Wir in Niedersachsen sind einfach immer offen, wir sind auch in der Öffentlichkeit im Assi. Ja, gut. Obwohl, nee, stimmt. In einem Wohngebäude habe ich auch mitgekriegt, aber es liegt auch daran, dass die ältere Generation rechter ist, habe ich das Gefühl. Die hat auch ein bisschen... absolut, Alter. Die ältere Generation ist halt absolut Adolf Hitler-Wähler, Junge. Ja, ist schon so. Sinn macht, also. Ja, es ist halt einfach alte Gewohnheit, ne? Ja, man verfällt immer wieder in alte Muster. Ja. Wenn man leider was dagegen macht, dann kann das auch mal passieren, sage ich jetzt mal. Aber wenn man nichts dagegen macht, dann sollte man sich echt hardcore ficken. Dann wird es schon Zeit dafür, dass man dann auch endlich mal dem nachgeht, was von einem erwartet wird als sehr alter Mensch, nämlich sterben. Ja, true. Diesen Part dürften wir eigentlich jetzt schon nicht mehr veröffentlichen. Wir sind gerade gegen Rechtsextremismus oder allgemein gegen Extremismus. Ach ja, stimmt. Absolut fein. Ja, ich bin ja eigentlich gegen Extremismus, aber ich habe mich gerade so extrem gegen Rechtsextremismus ausgedrückt, aber ich bin auch sehr stark gegen Linksextremismus. Ja, aber das Problem ist, gegen Rechtsextremismus muss man auch einfach stärker sein, weil menschenverachtend. Stark menschenverachtend. Ja, das Ding ist ja, diese Twitter-Linksextremen sind ja ironischerweise eigentlich rechts, aber sie glauben links zu sein. Ich krieg das zum Glück alles nicht mit, weil ich meide Twitter halt. Ja, ich bin von Twitter auch weg inzwischen und das hat auch einen Grund. Aber das sind halt. Mir die Waffen durch. Ich kann gerade actually nicht so viel machen. Dieses Phänomen. Wir können, glaube ich, noch nicht angreifen. Wir können einfach nur weglaufen. Ja, ich merke schon. Dieses Phänomen gibt's aber nicht nur auf Twitter. Aber auf Twitter halt am stärksten, weil da die Linksextremen so stark verbreitet sind. Die Linksextremen sind die neuen Rechtsextremen, weil sie sind rechtsextrem, aber glauben linksextrem zu sein. Das ist das Ironische. Ich glaube, der Unterschied zwischen Twitter ist. Also, Twitter ist einfach sehr links. Facebook ist sehr rechts, weil sehr alt. Twitter ist sehr links, weil sehr jung.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle jungen Menschen linksextrem und alle alten Menschen rechtsextrem sind. Ja, aber es gibt Tendenzen, das ist einfach so. Ja, also die Tendenz von Jüngeren ist halt links und die Tendenz von Älteren ist halt rechts. Mhm. Also sag ich jetzt ganz klar so. Ja. Weil ich sehe das so. Ich bin auch der Meinung, dass sich das auch statistisch wahrscheinlich nachweisen lassen würde, wenn man es What versucht. The fuck ist der nah schon wieder? Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter ihm, ja. Ja, ich merk schon. Ich bin geflüchtet. Ich flüchte halt in die richtige Richtung. Ja, das mag sein. Oh, netter kleiner Roboter. Aber ja, das ist halt das Problem, weil im Endeffekt macht es keinen Unterschied, ob du linksextrem oder rechtsextrem bist. Weil das neue Linksextrem ist das neue Faschistische. Auch wenn Faschismus natürlich ein eigener Begriff ist, das wissen wir schon, diese ganze Ausrede von wegen, es ist halt trotzdem der neue Faschismus und das neue Rechtsextrem bloß in nicht nur toleriert, sondern akzeptiert und gefeiert. Nee, so will ich das nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube, du beziehst es gerade sehr auf Twitter, wo Linksextremismus toleriert und akzeptiert wird. Auch von der Politik? Das Problem, also nee. Von der Politik. Kannst du mal aufhören? Nö, kann er nicht. Ich kann nicht schneller laufen, Hurensohn! Gutes Spieldesign auf jeden Fall. Ja. Von der Politik wird es auch zu stark geduldet und die Unternehmen werben sogar damit. Obwohl die große Mehrheit. Linksextremismus werben Unternehmen. Die stellen Sachen viel zu weit links, also benutzen Werbespots, die teilweise viel zu weit links sind. Also im Ausmaß, wo sie halt eigentlich schon wieder rechts sind. Werbespots? Ich habe ganz ehrlich auch, ich gucke sehr wenig Werbung. Ich kriege halt immer mit, wenn sowas passiert und das macht mich dann immer furious, weil die halt einfach auf eine extreme Minderheit hören und denen so, ja, kommt zu uns und überhaupt nicht peinlich, dass es eine extreme Minderheit ist und damit die meisten Leute eigentlich eher verkrault werden. Das scheint in Bayern alles anders zu sein als hier. Nee, das ist deutschlandweit eigentlich. Aber vielleicht sind sie bei euch auch durchschnittlich mehr in eine andere politische Richtung, vielleicht rechter, keine Ahnung. Ich glaube... Wiesbaden hier, ich habe mich übrigens festgefahren, ich kann nicht mehr weg. Wiesbaden hier ist sehr konservativ. Ja, das sind sie bei uns zum Beispiel nicht so recht. Wobei bei uns aber auch die Extreme weiter auseinander gehen. Es gibt beide Extreme bei uns. Aber es ist, also bei uns in Wiesbaden-Keller ist links schon recht stark vertreten. Zumindest in der Öffentlichkeit, so sage ich jetzt mal. Alter Leck! Wie soll man den denn bitte kaputt kriegen? Naja, ich sag mal so, ich sitze in einem Helikopter. Hä? Oh, du sitzt in einem Helikopter, ich will auch in einem Helikopter. Aua, ich bin tot. Das Problem ist nur, ich kann nicht schießen. Das komplette Spiel hängt, ich glaube, ich bin raus. Hä? Also ich kann nichts mehr machen. Ich sitze im Helikopter und kann nichts mehr machen. Aua. So, dann bin ich jetzt nochmal tot. Der Typ steht bei mir auch. Oh, bei mir okay, bewegst jetzt du dich. Ausnahmsweise mal. Er hat sich gerade bewegt. Ah, die Raketen bringen tatsächlich was. Schön. Ja, die sind ganz gut. Dadurch habe ich auch die ganze Zeit Schaden gemacht. Du hast aber nur 6. Ja, ich habe sie auch gerade alle in den Rhein verballert. Fliegt einfach in mich rein. Guter Boss. Guter Boss kommt einfach her. Ja, auf jeden Fall. Er steht wieder in der Luft bei mir. Ah, jetzt nicht mehr. Au. I'm dead. Und mein Helikopter ist auch dead. Aber das heißt, das ist ein neuer gespawnt mit hoffentlich wieder 6 Raketen. Ja. Spawnt immer wieder neu, immer wieder mit 6 Raketen. Oh Baby. Nein. Oh du Baby, kennst mich jetzt nicht. Wenn Sie sich bitte verpissen, Frick. Herr. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll, Roboter. Entschuldigung, er, sie, divers Roboter. Ja, das ist ja auch so ein Dingens, ne? Ja, wobei, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Ja, also... Da bin ich fein mit. Ich sag jetzt mal so, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt so nötig gewesen wäre und ob die Leute, die sich als divers empfinden, das wirklich zur Mehrheit gewollt haben. Das aber weiß ich auch nicht. Wir können übrigens Munition. Ich habe auch kein wirkliches Problem damit, sag ich dir ganz ehrlich. Ja eben, das ist so, das tut mir nicht weh. Warum soll ich da was gegen sagen? Ja, ich werd auch nichts gegen sagen. Ich fand's eher komisch, weil ich halt glaube, die meisten Menschen werden damit kein Problem gehabt haben, aber... Ich glaube, da ist auch wieder das Problem. Divers ist ja eher eine... Also, nein, divers ist eine Minderheit. Also, das dritte Geschlecht ist ja eher eine Minderheit. Mhm. Und da verstehen auch wieder ganz viele Leute nicht, wie man überhaupt das dritte Geschlecht kriegt. Ja, das... Joa. Das muss einem ja irgendwie bei der Geburt anerkannt werden, weil man
nicht nur männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale aufweist? Das, ach so, nein, das ich ist sehr, mich nicht, wenn ich falsch das ist Intersexualität, das ist was anderes. Das dritte Geschlecht ist ja mental veranlagt. Aber das war doch nicht divers. War nicht divers, dass man halt nicht als männlich oder weiblich deklariert werden kann, weil man halt Geschlechtsmerkmale für beides hat? Nein, das ist Intersexualität und okay. Die werden jetzt wahrscheinlich auch unter divers fallen, aber divers ist also mit riesigem Abstand und maximalem Dingens eigentlich wirklich nur damit Leute, die sich eben als keins von beiden fühlen, so deklarieren können. Also transsexuell oder sowas oder pansexuell oder? Nein, transsexuelle. Das ist wieder was anderes. Geil, lecker schmeckt. Transsexuelle sind je nachdem, also wenn sie männlich waren, machen sie sich zu weiblich und wenn sie weiblich waren, machen sie sich zu männlich meistens. Ich meine, es gibt sicherlich auch ein paar Ausnahmen, die dann da auf divers schwanken, aber die meisten haben da auch eins der beiden Geschlechter. Und Pansexualität heißt im Grunde nur, dass man nur auf Charakter geht und einem das Geschlecht des Gegenübers egal ist. Aber man selbst ist meistens männlich oder weiblich. Auch da wird es natürlich welche geben, die anders sind, aber... Also hat das erstmal nichts, also hat das Geschlecht erstmal nichts mit der Sexualität zu tun. Genau. Im Grunde, I guess, wenn ich das richtig interpretiert habe. Weil ich dachte, dass dieses Divers nur bei der Geburt, also quasi wo im Geburtenschein, keine Ahnung, drin geschrieben wird, was du bist. Und dass das sehr schwer ist, im Nachhinein noch zu kriegen. Oh, Afeik ist das, hat das damit überhaupt nichts zu tun. Also wenn ich jetzt sage, ich fühle mich nicht männlich und nicht weiblich, dann kann ich sagen, ich möchte jetzt bitte divers in meinem Ausweis haben und dann kann ich das ändern lassen. Okay, also ich weiß mal nicht so, genau wie. Ich habe das so ist, ist mir das eigentlich egal. Ja. Weil es tut mir nicht weh. Ja, mir ist es in dem Sinn auch egal, weil es tut mir auch nicht weh. Können Sie ruhig machen? Also ich bin prinzipiell gegen nichts, was mir nicht, also was nicht andere Leute verletzt oder ja verletzt, was nicht andere Leute einschränkt. Genau, einschränken war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, dann sind wir sehr gleich. Weil sonst kommt ja wieder von manchen, ja, aber dass ich manche divers finden, das tut mir weh. Dann denkt mir jemand, nein, tut's dir nicht. Dein Gehirn tut dir weh, weil nicht vorhanden. Ja. Slack hier übrigens alles, wo bist du? Ich bin hier gerade am Health sammeln. Bist du nach oben? Ja, I guess. Ja, du müsstest mal runterkommen. Wo runter? Ja, die Treppe. Welche Treppe? Also, ja, ist keine Treppe, sondern... Ach, hier, da, ich sehe. Ja. Dann gehe ich doch da mal durch. Ja, grüezi, wo, diuzzi. Das hier war übrigens das Demo-Level von Serious Sam 2. Das weiß ich deswegen, weil ich so hardcore diese Demo immer wieder gesucht habe. Hör auf, durch die Gegend zu bangen, du Hurensohn. Das zieht aber gar nicht ein. Dürfen wir jetzt bitte weiter? Nö, dürfen wir nicht. Kershi. Ich stehe seit 4 Minuten an diesem Spot und schieße. Und auf einmal schießt du mir in den Rücken. Pardon. Ah, danke. Bitte. Also danke, dass wir weiter dürfen. Ja. Bitte. Fahrt ist übrigens schon lange vorbei. Oh, da hat er recht. Ich gehe mal da runter. Und dann sollten wir den Part beenden. True, Wo ist er denn? Da ist er. Zack. Weil, falls Gegner kommen. Nachdem du angefangen hast, bin ich dran mit Outro. Das ist der logische Schluss. Wow, ich kann richtig logisch schließen. Also ich wollte diese logische Schlussfolgerung sagen, aber... Komm, das selber raus. Sehr gesagt gehabt. Dann beende ich an der Stelle im Part. Hoffe, hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.